Wir haben heute den 4. Challenge-Tag. Ich habe wieder 4 Übungen für euch vorbereitet, ohne Finisher heute. Ich war so fertig, meine Arme haben mir so weh getan nach dem Workout. Aber jetzt seid ihr dran, also ganz, ganz viel Spaß. Wie immer alles komplett einmal vorgeturnt, 3 Zirkel. Und wenn ihr mehr braucht, wenn es euch noch zu wenig ist, hey, dann macht es einfach nochmal von vorne. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like, ein Kommi und ein Abo dalasst. Wenn es euch gefällt, teilt es auch ruhig mit eurer Familie, Oma, Mama, damit sie auch ein bisschen mehr in Bewegung kommen. Weil nur weil man älter ist, heißt es noch lang nicht, dass man unsportlicher sein muss. Ja, deswegen, Bewegung ist key. When you not use it, you lose it. Deswegen bewegt euch, macht was draus und nutzt diese Zeit, jetzt in der Quarantäne, euch einfach ein bisschen zu Hause zu bewegen. Ganz viel Spaß jetzt mit dem Workout. Wie immer erstmal die Übung vorgezeigt. So, freut mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's los. Yeah, let's go mit der ersten Übung. Und zwar legen wir uns dazu auf den Boden, aber auf den Rücken. Zeigen, lassen unsere Fußflächen zueinander zeigen und machen dann den Military Crunch. Und wenn ihr nicht ganz nach oben kommt, dann nehmt einfach eure Arme von hinten nach vorne und geht so weit nach oben wie möglich. Fortgeschrittene gehen ganz nach vorne. Ja, wir machen es anstrengender. Könnt auch zwischendrin wechseln. Übung Nummer 2. Wir legen uns auf den Boden, Arme an den Kopf und dann nehmen wir einmal abwechselnd einmal die linke, den linken Ellenbogen, dann den rechten Ellenbogen nach hinten Richtung, ja, rechten Ellenbogen linken, Richtung linken Fuß, linken Ellenbogen Richtung rechten Fuß und paddeln mit den Füßen. Übung Nummer 3. Wir bleiben auf den Knien, das ist die Anfängervariante, und machen Schulterdrücken. Wir gehen mit unserem Kopf ganz nach unten. Schwerere Variante ist, wir stehen mit unseren Füßen auf dem Boden und Knie sind so gestreckt wie möglich. Und jetzt die 4. Übung. Und zwar, wir machen eine Planke für die Anfänger auf den Knien und wir drehen uns ganz nach oben. Ja, wir strecken uns wirklich, dehnen unseren Brustkorb oder die fortgeschrittenen Variante einmal komplett auf den Zehenspitzen. Kopf, Schulter, Po, Knie und Fersen bilden eine Linie. Fertig, let's go. Und es geht los mit dem Aufwärmen. Zack, zack, zack. Auf der Stelle Hände mitnehmen und schön Knie bzw. Ferse so weit nach hinten oben nehmen, wie es geht. Spaß haben, locker bleiben, aber auf der Stelle tippeln. So, jetzt 20 Hampelmänner, bzw. ich glaube, ich habe sogar 25 gemacht. Los geht's, 5 Stück vorbei. Energisch sein, Spannung im Bauch halten und Spaß dabei haben. Yes! So, und die letzten 3, 2, 1. Und wir beginnen mit dem Workout. Auf den Boden legen, auf den Rücken und let's go mit den ersten CrossFit Crunches. Ziehen. Und wir versuchen zwischen 15 und 20 CrossFit Crunches zu machen. So schnell wie es geht und Arme immer komplett einmal nach hinten nehmen, auf den Boden. Yes. Anstrengender wird es nochmal, wenn die Füße so nah wie möglich an dem Po bleiben. Und richtig nach oben ziehen, auf geht's. Und die letzten 4. Auf geht's, nochmal durchziehen. 3. Weiter geht's. Und 2. Und noch den letzten. Auf geht's. 10. Sehr gut. Und umdrehen, auf den Boden legen und den Schwimmer machen. Arme an den Kopf und den Ellenbogen so weit nach schräg hinten ziehen, wie es nur geht. So, ihr könnt es jetzt auch ein bisschen anstrengender machen, indem ihr euren Po angespannt lasst. Ja, Bauch und Rücken, beziehungsweise Bauch und Hüfte sind auf den Boden gedrückt und ausatmen, wenn ihr nach hinten oben euren Ellenbogen zieht. Weiter geht's. Wir versuchen hier auch zwischen 10 bis 20 Wiederholungen zu machen.
je Seite 10. Und einmal wechseln. Weiter geht's mit dem Schulterdrücken. Und zwar lasst eure Beine hier so ausgestreckt wie möglich, wenn ihr schon zu den Fortgeschritteneren gehört. Ja, zieht durch. 15 Wiederholungen werden von mir an euch gefordert. So, deswegen versucht, so gut ihr geht, ihr könnt durchzuziehen. Die letzten 2, 1, wechseln, Planke und einmal hochdrehen. Yes. Schaut hier auch, dass ihr wieder so stabil wie möglich bleibt. Po bleibt in Verlängerung der Schulter und der Fersen, also etwas weiter runternehmen. Hier ist es mir dann auch aufgefallen. Genau, ausatmen, wenn ihr hochdreht. Einatmen, wenn ihr runtergeht. Sehr gut. Was sagt ihr eigentlich zur Workout-Location? Gefällt sie euch? Also ich finde, ich passe da ganz gut rein. So, hier auch. Wir probieren insgesamt 20 Mal hoch und runter zu drehen. Die letzten 2, 1 und wechseln. Und wieder 5 Mal durchatmen. 2, 3 und 4 und den letzten 5 und es geht wieder los. So, runter mit euch, erstmal auf die Seite und dann drehen wir uns auf den Rücken und dann machen wir wieder unsere CrossFit Crunches, 20 Stück hintereinander, so nah wie möglich die Füße am Po lassen, umso anstrengender wird es. Yes, wir ziehen ordentlich nach vorne. Auf geht's, habt Spaß, freut euch, dass ihr euch bewegen dürft, dass ihr die Möglichkeit habt. Wie viele würden sich gerne bewegen, können es aber nicht. Deswegen, wir können schon dankbar sein, dass wir uns jeden Tag bewegen dürfen. Und die letzten 3, 2 und noch einen. Und jetzt wechseln wir. In den Schwimmer, auf den Boden legen, auf den Bauch, Hände an den Kopf, Füße oben halten, Spannung halten. Und jetzt fange ich auch an zu paddeln hinten mit den Füßen. So, so hochziehen, wie es geht. Dann merkt ihr richtig, wie sich alles einrenkt. Sehr gut. Jetzt war ich kurz geschockt und ich dachte, die Kamera läuft nicht. Oh mein Gott. So, weiter geht's. Yes. Und weiterziehen. Und Übungswechsel. Wieder Schulter drücken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, so sieht's aus, 8, 9, 10, so, 2 Drittel geschafft, nur noch 5, 4, 3, 2, 1 und wechseln, sehr gut. Planke und vielleicht merkt ihr es jetzt auch schon, es geht übelst auf die Arme und wenn es zu einfach für euch ist, dann wechselt die Übung zur schwereren Variante oder macht nachher auf jeden Fall noch einen Satz mehr drauf. Sehr gut. Ja, einmal richtig durchziehen hier. Super. Mehr als die Hälfte schon geschafft. Gleichmäßig ein- und ausatmen. Yes. Durchziehen. Kommt, letzte Übung hier für diesen Zirkel. Und Übungswechsel. Beziehungsweise tief durchatmen, kurze Pause. So, und ihr dürft euch schon mal auf den Rücken legen, damit wir gleich richtig losstarten können mit den 20 CrossFit Crunches.
Und los geht's. 2. Und weiter. 3. Sehr gut. 4. Auf geht's, ziehen. Ich weiß, er war anstrengend bei mir, deswegen gebt jetzt Vollgas. Ab geht's, ab geht's. Ich muss schon grinsen, weil es so hart ist. So, und die letzten 3 und 2 und noch einen letzten und jetzt Übungswechsel. So, wieder auf den Boden legen und den Schwimmer machen. Po schön anspannen, Beine schön mit hochnehmen. Sehr gut. Dehnt sich alles in unserem Körper. Mega gut. Und weiter geht's. Super. Ich bin so stolz auf euch, wie ihr es durchzieht. Klasse. Und ich war auch sehr stolz, dass ich es durchgezogen habe. Oh, die Schultern, die haben gebrannt. Yes. Auf geht's. Die letzten 3, 2, 1 und geschafft. Und Übungswechsel. Schulter drücken. Oh, jetzt wird's nochmal hart. Auf geht's. 2, 3. Energisch hochdrücken. 4. So energisch wie es geht. 5. Und 6. Von nichts kommt nichts. Auf geht's. 7. Man muss sich schon ein bisschen fördern. Vor allem fordern. Los, los, los. Sehr gut. Yes. Und wir wechseln in die Planke. Und drehen uns hoch. Super. Po wieder schön unten lassen. Ja, lasst euren Bauch angespannt, dass ihr eine Linie habt. Sehr gut. Klasse. Genau. Und yes, ihr habt es bald geschafft. Hochdrehen, ganz nach oben drehen. Sehr gut. Letzten 2. Und noch 1. Und geschafft. Ready. Und könnt ihr noch hochswipen, könnt ihr Bikini-Test machen für weitere Tipps zum Anmelden bei der Challenge und kein Workout mehr zu verpassen oder alle Workouts ab Tag 1 zugeschickt zu bekommen. Bis morgen!